Willkommen hier im TSW4. Mein Name ist Trains and Play und wir fahren heute den ICE 3 in dieser wundervollen Regenbogenlackierung. Und zwar einmal auf der Strecke Kassel-Würzburg. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ganz kurz vorab, dieses Video ist entsteht im Zuge des DTG-Sales, des Autumn-Sales. Und die Strecke Kassel-Würzburg gibt es aktuell für 70% Rabatt. Ne, also kostet fast gar nichts mehr. Dementsprechend gucken wir uns heute einfach hier zusammen mal diese Strecke an. Das Ganze heute ohne Mods. Ne, also das Ganze wird jetzt hier praktisch Vanilla vorgestellt, weil das Ganze hier auf Steam läuft und auf YouTube im DTG-Kanal. Und dann irgendwann auch bei mir selbst auf dem Kanal. Dementsprechend begrüße ich auch alle, die vielleicht zum ersten Mal hier mit mir dabei sind im Führerstand. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sind auf jeden Fall hier unterwegs, früh morgendlich 6.03 Uhr und dürfen jetzt gleich abfahren. Dann rüsten wir mal weiter auf, geben mal die AFB frei, drücken hier auf V-Soll Freigabe. Die Zugbeleuchtung machen wir an, so. Und dann gehen wir noch in die Abfertigungsansicht. Dann sehen wir, dass die Türen noch alle offen sind. Die können wir jetzt auch zumachen. Genau, machen uns noch die Sicherungssysteme an, SIFA an, PZB an, LZB an. Dann können wir noch einmal hier die, nee, das nicht, sondern hier die Transparenzsteuerung anmachen. Hier die Lounge-Scheiben, die sind jetzt transparent, die sind jetzt nicht mehr transparent. Und genau, Türen sind zu, wir lösen die Bremse. Okay, die eine Tür scheint noch auf zu sein. Warum ist die Tür noch auf? Moment. Ja, alle Türen sind zu. Das passt soweit. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Normal. Bremse lösen. Federspeicherbremse ist, glaube ich, nicht angelegt. Federspeicherbremse lösen. Achso, die AFB natürlich. Ja, genau. Na, wenn wir die AFB anmachen, müssen wir sie auch einstellen. Und können los. AFB-Regler können wir direkt nach vorne durchlegen, weil wir schon in der LZB sind. Und auf geht's. Wir können uns mal direkt hier im Fotomodus, können wir mal hier direkt ein Foto machen. Hier sehen wir übrigens noch ein bisschen KI-Verkehr, der hier unterwegs ist. Die Regenbogen-Variante vom ICE ist übrigens auch im Sale. Ich weiß nur nicht genau gerade mit wie viel Prozent. Aber auch hier diese Lackierung, dieses Repaint Regenbogen ICE 3. Oh. Ups. Ja, genau. SIFA ist an. Regenbogenlackierung vom ICE 3 ist auch im Sale. Ja, wir haben ungefähr eine Fahrt von einer halben Stunde jetzt vor uns. Und schauen wir mal, dass wir halbwegs pünktlich ankommen. Ja, also wie gesagt, das Ganze läuft hier auf dem Kanal von Trains and World, dem offiziellen von DTG, auf YouTube und bei Steam und vielleicht auch bei Twitch, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und auch hier auf meinem Kanal, auf meinem eigenen Kanal, also wie gesagt, alle Leute, die jetzt hier neu dabei sind. Mein Name ist Trains and Play und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn auch neue Menschen zugucken. Aber es soll jetzt gar nicht so sehr um mich gehen, sondern hier um die Strecke und um das Fahrzeug. Kassel-Würzburg, damals erschienen mit TSW 3. War praktisch die deutsche Strecke, die mitgeliefert wurde mit dem TSW. Wir können mal den Fahrschalter komplett nach vorne stellen. Und ja, wir sehen hier, Signale sind auf dunkel geschaltet. Und fahren jetzt hier am frühen Morgen durch die Gegend. Ich
Im Sonnenaufgang. Das sieht auch ganz hübsch aus hier mit dem Sonnenaufgangslicht, muss ich sagen. Gefällt mir immer sehr im TSV. Also das ist praktisch seit TSV 3, ist das ja so hübsch geworden mittlerweile mit dem Sonnenauf- und Sonnenuntergängen, weil ja die Belichtung sich ja geändert hat. Das Belichtungssystem wurde ja geändert. Und da muss ich sagen, ist schon größtenteils eine Verbesserung gewesen, vor allen Dingen was halt eben so Sonnenauf- und Sonnenuntergänge angeht. Sieht schon auf jeden Fall immer sehr, sehr hübsch aus. So, wir können hier mal die Displays ein bisschen dunkler stellen, dann sehen wir auch mehr. Auch hier können wir das irgendwo. Vermutlich hier. Genau. Und auch hier bei diesem Display. Genau. Dann blendet das nicht ganz so sehr. Können uns auch das Führerstandslicht anmachen. Dann sehen wir auch tatsächlich unsere Instrumente hier im Führerstand. Aber können die auch gerne auslassen. Das ist gar kein Problem. Denn wir sind ja gerade eh hier in der LZB, von daher müssen wir da gar nicht groß was machen. Wir sehen hier, die LZB dürfen aktuell die Geschwindigkeit von 250 fahren über nächsten 10 Kilometer hinweg. In über 10 Kilometern sind 250 freigegeben, so lässt sich das hier lesen. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal sehr, sehr lange freie Fahrt. Bis sich da was ändert. Und hoffen wir mal, dass sich daran nichts ändert. Habe ich die Displays nicht gerade auf dunkler gestellt? Oder sind die immer noch so? Na, jetzt ist das besser. Können auch hier natürlich das Fernlicht anschalten im Tunnel. Wir sehen übrigens hier den Linienzugleiter. Ne? Die LZB ist praktisch hier daran zu erkennen, dass in der Mitte dieses Kabel entlang führt. Und wir also im Grunde genommen entlang dieses Kabels hier überwacht werden. Haben hier an der Seite übrigens die Kilometrierungstafeln mit diesen gelben Rändern. Das ist, sofern ich das richtig verstanden habe, bedeuten diese gelben Ränder oben und unten, dass an dieser Stelle die Notbremsüberbrückung aktiv sein muss. Also beziehungsweise für den Fall, dass halt eben die Notbremse gezogen wird, sollte man halt eben nicht im Tunnel stehen bleiben, also nicht in diesen Bereichen, wo halt eben oben und unten diese gelbe Tafel ist, sondern idealerweise außerhalb des Tunnels, was halt eine Bergung, eine Rettung deutlich leichter macht. Ach, das ist doch so schön, das müssen wir einmal hier fotografisch festhalten, hier auf dieser Brücke, mit dem Fotomodus. Das ist schon nicht schlecht. So, Moment, einmal hier näher rangeflogen. Einmal hier irgendwie, oh, so den hier vielleicht. Und dann einmal das Sichtfeld kleiner stellen. Oh. So vielleicht. Und dann können wir die Schärfentiefe runterstellen. Gehen wir mal auf so 3% und ziehen dann entsprechend den Fokus nach. So. Vielleicht einmal von der anderen Seite. Huch, das ist aber irgendwie jetzt gerade FPS-technisch sehr hakelig hier im Fotomodus. Können uns das Ganze nochmal von weitem hier angucken. Also wirklich, wirklich beeindruckend hier diese Brückenkonstruktion, ne? Das ist schon krass. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz die Schärfe nachziehen.
So ein Autofokus wäre vielleicht nicht schlecht als zusätzliche Verbesserung. So. Ja, herrlich. Aber jetzt geht's immer. Nein! Oh Mann, doofe Sifa. Ciao. So, Fahrschalt auf 0 und jetzt wieder Leistung aufschalten. Damit hier nicht immer die Sifa im Weg ist. Ist ja nervig. So, der Gefahrenleuchtmelder ist an. Das heißt also, wir haben jetzt praktisch hier 200 zu erwarten, und zwar das an ungefähr 2 Kilometern. Und jetzt wird halt reingebremst. Wir sehen es hier am Display. Ne? Hier die E-Bremse wird genutzt. Sodass wir auf die 200 runterbremsen. Dann haben wir aber noch 67 Kilometer, bis wir in Kassel-Wilhelmshöhe ankommen. Wo übrigens der gute Train Gamer herkommt, aus Kassel. Also liebe Grüße nach Kassel, zum Train Gamer. Mein guter Freund. Der übrigens in einem Community Post geschrieben hat, dass er jetzt Nachwuchs erwartet. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichsten Glückwunsch. Auch wenn jetzt der Community Post an dieser Stelle schon etwas länger her ist, aber man kann es ja trotzdem nochmal sagen. So, wir sehen, die 200 sind erreicht. Und jetzt sind auch schon wieder 200, was sind das? 220, 230 freigegeben. Sodass wir jetzt auch schon wieder beschleunigen können. Aber müssen jetzt auch schon wieder runterbremsen, denn in 2 Kilometern dürfen wir auch wiederum mit 200 fahren. Also das ist halt immer so eine Sache. Und wir kämpfen gerade aktuell gegen die Steigung an, beziehungsweise gegen das Gefälle von 1,2%. Daher, damit wir nicht zu schnell werden, wird hier ordentlich die Bremse reingehauen. Sehr, sehr schön. Und auf in den nächsten Tunnel. Das finde ich aber doof, dass immer wieder die Displays hier hell werden. Immer wenn wir rausfliegen mit der Kamera. Die sollen mal ruhig so dunkel bleiben, wie ich sie eingestellt habe. Sehr schön. Ja, Kassel-Würzburg doch immer wieder eine Strecke, die. Ja, also auf jeden Fall alle, die Enthusiasten und Enthusiastinnen sind, was so Highspeed und ICEs und sowas angeht, da kommen die hier voll auf ihre Kosten, definitiv. Ich persönlich bin da so. Ja, ich bin auch ein Fan von Fernverkehrszügen. Aber tendenziell tatsächlich eher so. Nicht unbedingt was zu Hochgeschwindigkeitsstrecken angeht. Weil da ist man halt einfach dann am Ende, man hält kaum und man wird die ganze Zeit LZB geführt sein und macht am Ende nicht so viel. Ist halt
eine andere Experience, als wenn man jetzt die ganze Zeit mit einem RE vielleicht alle paar Kilometer mal irgendwo anhält. Da bin ich irgendwie ein Fan von. Oder halt von so Intercities zum Beispiel, die ja auch schon sehr schnell unterwegs sind, aber halt eben nicht auf Hochgeschwindigkeit und doch häufiger mal halten und so. Und das ist schon eher so das, was ich persönlich am ehesten mag. Aber mal so zwischendurch, wenn man dann viel andere Strecken gefahren ist und dann doch mal hier auf Kassel-Würzburg unterwegs ist mit dem ICE und einfach mal hier wirklich auf Highspeed fahren kann, das ist auch schon ganz cool. Ne? Macht auch schon Spaß. Das muss man definitiv sagen. Und vor allem ist die Strecke in diesem Sinne einfach wirklich schön, also szenerietechnisch schön, wie gerade hier vor uns zum Beispiel sehen können, wie ihr das sehen könnt. Diese etwas hügelige Landschaft, bergig ist es nicht, aber auf jeden Fall hügelig. Und wir pflügen uns natürlich hier durch von Viadukt in Tunnel auf Viadukt und Tunnel und kurz mal auf dem Land und naja, so ist das halt. Insgesamt halt eben sehr gerade, nicht so viele Steigungen. Ich glaube, da ist die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main deutlich interessanter, was das angeht, weil es da sehr, sehr viel hoch und runter geht. Ja, da hat man ja teilweise schon wirklich das Gefühl, dass man auf einer Achterbahn unterwegs ist. Wer schon mal selbst als Fahrgast da saß. Ja, als Fahrgast kriegt man das gar nicht so sehr mit, finde ich, dieses Hoch und Runter ein bisschen schon. Wenn man weiß, dass die Strecke so gebaut ist, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Ich glaube aber aus dem Führerstand ist das nochmal was ganz anderes. Wenn man das aus dem Führerstand heraus sieht, wie dann diese extremen Steigungen vor einem sind und man wirklich mit so einer Hochgeschwindigkeit auf so eine massive Brücke zufährt, das ist dann nochmal was anderes. Auch als Fahrgast, finde ich, kriegt man das durchaus mit, dass es da echt hoch und runter geht. Aber wie gesagt, nicht ganz so, nicht allzu krass. Ja, also es geht. Aber wie gesagt, ich bin mehr so ein Fan von dem langsamen Fernverkehr. Ne, der eher so, sagen wir mal, auf auch durchaus mal auf Regionaltrassen unterwegs ist. Mal da an einem größeren Bahnhof hält, mal an einem kleineren Bahnhof hält. Das ist eher so meins. Nicht alles LZB geführt, durchaus mal 200 fahren, aber nicht durchgehend. Das ist so persönlich so meine liebste Art, wie ich fahre. Und Güterzüge sind natürlich auch sehr cool. Auch da hab ich immer viel Spaß dran. Machen wir viel zu selten, glaube ich, Güterzüge fahren. Aber ich versuche da mal so eine gesunde Mischung mit reinzubringen zwischen Personenverkehr und Güterverkehr. Aber das gelingt natürlich auch nicht immer. So, ganz kurz geguckt. 42 Kilometer noch. Ungefähr 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten. Die wir noch vor uns haben. Ja. Wie gesagt, die Strecke Kassel-Würzburg jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, im Sale 70% auf die Strecke. Das ist halt wirklich nichts. Was ihr da bekommt, ist, ihr bekommt die Strecke Kassel-Würzburg mit dazu den ICE 3 in der Klimaschützerlackierung. Baureihe 406, Baureihe 401 ICE 1 in der verkehrsroten Variante, beziehungsweise mit dem verkehrsroten Streifen, so. Und noch ein bisschen was so an KI-Verkehr. Ich meine, eine 146 mit Dostus ist dabei. Ja, ich glaube, das war's, was da an KI dazukommt. Ich glaube, eine 185 ist auch noch mit im Pack drin. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Doch müsste eigentlich, dass eine 185 auch noch mit dabei ist. Und noch irgendwelche Güterwagen. Die KIJLS sind, glaube ich, auch neu dazu mit dieser Strecke gekommen. Also ein ordentliches Paket, was man da bekommt für einen wirklich, in diesem Sinne, jetzt wirklich einen Spottpreis. Da lohnt sich auf jeden Fall Kassel-Würzburg definitiv. Auch für die vielleicht Fernverkehr nicht unbedingt so als ihr liebstes Hobby betrachten.
dafür, dass man dann so ein bisschen mehr an KI-Verkehr dann hat und so, das, was man auch auf anderen Strecken dann einsetzen kann und sehen kann, lohnt sich das schon allemal. Ne? Also der ICE1 ist ja dann auch unterwegs, zum Beispiel auf Bremen-Oldenburg und auf der linken Rheinstrecke und so. Das ist schon dann ganz, ganz hübsch. Wir sind auch lang schon nicht mehr, glaube ich, ICE3 zusammengefahren. Auch das ist natürlich immer wieder einfach ein schönes Fahrzeug. Der allererste Fernverkehrszug, den wir im TSW hatten, damals dazugekommen mit der Strecke Köln-Aachen mit TSW 2. Das war ja das Highlight schlechthin, der ICE3 Baureihe 406. Und mit Kassel-Würzburg ist es die 403, die mitgeliefert wird, nicht die 406. Also mein kleiner Fehler. Wir bremsen jetzt übrigens gerade ab, weil die LZB sagt, dass wir gleich in einem Kilometer nur noch 200 km/h fahren dürfen. Dementsprechend wird jetzt automatisch runtergebremst, ohne dass wir da was machen müssen. Ich meine, im Geschwindigkeitsbereich unter 100 km/h müssen wir selbst das mit dem Bremsen erledigen. Da sollten wir dann die LZB nicht mehr alleine machen lassen, sondern es liegt dann auch in unserer Verantwortung. So, ich muss nochmal ein Foto machen, weil ich nämlich glaube, dass das hier wirklich eine schöne Ansicht sein könnte. Ja. Oder mal von weiter weg. Nimm mal einmal das Sichtfeld hier mal. Wahnsinn. Also riesengroß, ne? Dieses Tal, diese Brücke. Verrückt. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein. Na, ich bin nicht zufrieden mit der Perspektive, ehrlicherweise. Vielleicht von der anderen Seite. Oder vielleicht sowas. Ne? Oh, ich probiere es mal von der anderen Seite. Oh ja, das ist schöner. So mit dem Licht, das da kommt und den Zug anstrahlt. Schön, schön. Ja. Herrlich. Kilometer noch und noch 11,5 Minuten. Wir sind ein bisschen verspätet abgefahren, weil ich vergessen habe, den AFB-Hebel hochzustellen. Also schauen wir mal, ob wir tatsächlich pünktlich ankommen oder nicht. Ob wir die Verspätung rausholen. Ich meine, in den meisten Fällen müsste eigentlich bei Kassel-Würzburg der Fahrplan recht vergebens sein. Also ne, so dass er einem Fehler vergibt. Hoffen wir mal, dass es sich auch der Fall ist, während der ICE1 an uns vorbeigefahren ist.
Wir könnten noch natürlich, was wir jetzt mal machen, was natürlich in Realität absolut nicht erlaubt ist, wir können mal aufstehen und nach hinten einmal zu unseren Fahrgästen gehen. Hallo, ihr Lokführer ist da. Wir können uns hier hinsetzen. Ne? Wir könnten auch tatsächlich, wenn wir hier mal diese Lounge-Scheiben deaktivieren, kann man auch tatsächlich hier als Fahrgast hervorragend dem Lokführer bei die Schultern schauen. Ne? Okay, also das stimmt nicht so ganz. Fulda not in service. Wir fahren nicht nach nirgendwo hin und auch nicht über not in service. Aber immerhin stimmt die aktuelle Uhrzeit. Das ist auch schön, ne? Das ist auch übrigens, wir können auch, das ist übrigens die Sache, wenn man aufsteht, dann kann man tatsächlich auch im Zug drin die Kamera aktivieren. Wir müssen mal ein bisschen das Sichtfeld hier mal so, ein bisschen so den hier machen. Und dann kann man hier durch den Zug auch hindurchfliegen. Und kann hier zum Beispiel hervorragend Fotos hier im Führerstand auch machen. Hier so zum Beispiel. Irgendwie sowas zum Beispiel. Ja. Und wir können auch theoretisch jetzt auch so durch den Zug einmal durchfliegen, ohne dass wir in diesem Sinne den Führerstand verlassen müssen, sondern halt eben nur mit der Kamera. So, was ist denn jetzt eigentlich mit den Displays los? Oh, nicht so, ne? Haben nicht ihren besten Tag. Das war auch irgendwie ganz schön, solche Detailaufnahmen von dem Inneren des Zuges, ne? Was ist hiermit? Ja, Not on Service, also weiß nicht, was damit los ist auf jeden Fall. Ist aber, glaube ich, schon seit jeher verbuggt im ICE. Kann auch, wenn wir hier durchlaufen. Leider keine Fahrgäste an Bord hier in der ersten Klasse. Hätte ich gerade gesagt, Oh, ist das schön. Stellt euch mal vor, hier so dran vorbeizufahren. Herrlich, oder? Ich würde gerne in diese Richtung sitzend gucken. Ja, ne? Innenansicht, wenn unser Zug von alleine fährt. Oh, da war ein Taurus. So bin ich übrigens auch als Fahrgast in einem Zug, wenn ich dann da so sitze, aus dem Fenster gucke und denke mir auch, ist das schön. Und denke ich mir so, da war eine 185. Oh, da war ein Taurus. Und nervt dann meine SitznachbarInnen damit. Oh, wir müssen mal zurück in den Führerstand. Also natürlich nur, natürlich nerv ich nur meine SitznachbarInnen damit, wenn ich sie halt kenne. Ups. Das haben wir den Bug, dass hier steht, dass wir 0 km/h fahren. Naja, gut. 11 Kilometer noch und ja, also ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. 10 Kilometer und noch 7 Minuten. Klingt gut, klingt gut. So, jetzt haben wir hier die 180 stehen, das heißt an 4,4 Kilometern. In 7 Kilometern müssen wir halten. Das ist also praktisch ein Halt, das uns jetzt hier signalisiert wird im Führerstand. Und auf das fahren wir zu in 6,2 Kilometern. Die LZB ist gerade dabei, von alleine hier rein zu bremsen und ich hoffe mal, das funktioniert.
aber das müsste eigentlich, die LZB ist tatsächlich sehr zuverlässig, was Bremsen angeht im TSW. Also ich bin persönlich noch nie über ein halbseitiges Signal gerutscht, wenn man die LZB alleine machen lässt, was man ja eigentlich nicht halt eben machen soll. Befinden uns auch gleich schon im Speckgürtel von Kassel. Ab hier sind 180 freigegeben. Gleich sind es nur noch 140 in ungefähr 2 Kilometern. Und in 4,5 müssen wir dann anhalten. Ich meine, Kassel-Wilhelmshöhe hält, glaube ich, auch nur Fernverkehr oder fast nur Fernverkehr. Ne, aber nee, stimmt gar nicht. Nee, gar nicht. Die Aussage ziehe ich zurück. Das ist Schwachsinn. In Kassel-Wilhelmshöhe hält auch Regionalverkehr. Bin ich sogar selbst schon mal von Kassel aus gefahren. Mit einer Regionalbahn, glaube ich. Schöne Gegend auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Gegend. So, Ankündigung auf 100. 1,8 Kilometer noch. Und wir werden jetzt gleich selbst reinbremsen. Halt zu erwarten, müssen wir nicht bestätigen, weil wir in der LZB sind. So, und jetzt sind wir ab 100 km/h angekommen. Jetzt können wir selbst das Bremsen übernehmen. Und indem wir halt selbst reinbremsen, da hält sich dann jetzt die LZB dann zurück. Das machen wir dann. Da ist auch der Bahnsteig schon vor uns, meine Damen und Herren. Wir erreichen pünktlich Kassel-Wilhelmshöhe auf Gleis 3. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So. Bremsen rein. Und oh, da sind Haltemarkierungen, die wollte ich eigentlich ausschalten. So, sind aus. So, Türen auf. Genau, Türen sind geöffnet. Sind überpünktlich angekommen. Auch wenn hier steht, dass wir verspätet angekommen sind, das stimmt nicht. Lüge. Hier in Kassel, hier bin ich auch schon mal lang gelaufen. Genau. Hier geht's auch runter. Ja, und dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Hier kommt gleich ein ICE. Da ist er auch schon. Das war jetzt mal ungeplant. Sehr schön, ICE 1.
Hervorragend. Genau, sonst ist hier gerade nicht viel los. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Verabschiede mich ganz herzlich und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Mein Name ist Trains and Play. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Danke, Ende.